Hallo zusammen, ein neues Video von mir. Und zwar gibt es heute ein Aufgebraucht-Video. Und zwar natürlich aufgebraucht meine Balea Reinigungstücher, die Limited Edition, die schwarzen eben. Habe ich auch noch einige Pakete von, gibt es Gott sei Dank immer noch. Und sie bringen ja auch ständig wieder irgendwas Neues davon raus, habe ich gesehen. Also jetzt gibt es, glaube ich, wieder eine neue Maske mit Aktivkohle, also auch irgendwie schwarz aufgemacht. Und ja, mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Habe ich auch weiterhin auf jeden Fall. Dann aufgebraucht von Garnier Skin Active die Hydra Bomb Tuchmaske, die ich mal wieder benutzt habe. Ich habe sie euch schon des Öfteren gezeigt. Ich mag sie sehr, sehr gerne, besonders wenn es warm draußen ist. Weil das wirklich eine schöne, kühle Maske ist. Im Winter ist die mir tatsächlich zu kalt auf der Haut. Das finde ich da nicht so schön. Aber im Sommer, beziehungsweise jetzt, wo wir ja auch schon so ein paar richtig schöne, warme Tage haben, war die wirklich super. Und wenn ich mein Gesicht gepeelt habe, habe ich danach diese Maske verwendet. Ja, sehr, sehr schöne Maske. Habe ich auch noch welche von, auf jeden Fall. Würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Dann einmal aufgebraucht den Balea Rasierschaum Coco Melon mit dem Duft von Kokos und Melone eben. Ja, ist ein Rasierschaum gewesen. Kann man nicht wirklich was zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte den Duft nicht besonders gerne. Ich habe jetzt, glaube ich, so eine Sweet Peach-Variante, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall wieder was anderes, die meiner Meinung nach viel, viel besser riecht. Also der Duft hat mir nicht so gut gefallen. Aber wie gesagt, ist ja auch nur Rasierschaum. Ist ja nicht ganz so schlimm. Dann eine milde Seife aufgebraucht von Balea. Und zwar die sanfte Berührung mit Holunderblüten und Kirschduft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich habe sie mitgenommen, weil eben drauf stand Kirschduft. Und ich mag Kirschduft eigentlich ganz gerne. Aber hier rieche ich sehr, sehr stark eben auch diesen blumigen Duft durch. Also die Holunderblüte dann eben. Was mir halt nicht so gut gefällt. Ich mag es halt lieber, wenn es wirklich nur dann fruchtig ist und dann halt nicht so eine blumige Note dabei ist. Ist aber eben auch nur eine Handseife, von daher auch nicht weiter tragisch. Hier waren 300 Milliliter drin, würde ich mir nicht nochmal mitnehmen. Ja, aber wie gesagt, Seife auch nicht weiter schlimm. Dann einmal aufgebraucht von Beautiful Lash, das Eyelash Formula. Sieht so aus, habe ich euch schon des Öfteren gezeigt. Ist eben einfach ein Wimpernserum, was man halt mit so einem Eyeliner-Pinselchen jeden Abend aufträgt. Ich habe dazu ein gesondertes Video gemacht, das werde ich euch sehr, sehr gerne verlinken. Ich habe davon noch einen Teil und ja. Dann ein paar Haarprodukte und zwar von Garnier, das wahre Schätze, das nährende Creme-Shampoo Argan-Mandelcreme. Für sehr trockenes, widerspenstiges Haar. Das mochte ich eigentlich ganz gerne. Ich frage mich gerade, ob ich dazu auch die Spülung aufgebraucht habe. Kann ich jetzt so nicht sehen. Auf jeden Fall mochte ich das ganz gern. Habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Ich mag die Garnier Wahre Schätze Shampoos sehr, sehr gerne. Wechsel regelmäßig und ja, habe dieses aber, glaube ich, auch im Moment in meiner Dusche stehen, wenn ich mich recht erinnere. Dann aufgebraucht von Garnier Fructis, das Oil Repair 3, die Wunderbutter für sehr trockenes und strapaziertes Haar. Das ist ein Shampoo. Auch das habe ich euch schon des Öfteren gezeigt. Auch das mag ich sehr, sehr gern. Ich mag den Duft davon, von dieser ganzen Serie. Riecht total lecker nach Mango. Ist das Mango? Ja. Ist Mango der Duft? Riecht einfach lecker. Und das spricht mich an. Also wenn es wirklich gut riecht, schön fruchtig ist, mag ich total gerne. Dann natürlich aufgebraucht von Balea das Reinigungsöl, was mittlerweile eine etwas andere Verpackung hat. Also ist zwar immer noch im Prinzip in derselben Verpackung, hat aber einen neuen Aufkleber. So sieht also ein bisschen anders aus. Mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich euch schon 20.000 Mal gezeigt. Habe ich mir wieder nachgekauft. Ja, für mich immer wieder ein Nachkaufprodukt. Dann einmal aufgebraucht von Vella, das Vella Deluxe 24 Stunden Wundervolumenschaumfestiger. Ich habe euch ja erzählt, dass in meinem DM die Vella Flex Serie rausgegangen ist und dafür ist eben diese Vella Deluxe Reihe reingekommen. Und dieses heißt eben 24 Stunden Wundervolumenschaumfestiger, genauso wie eigentlich dieser Vella Flex Schaumfestiger. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Duft ist anders und ich mag diesen Schaum auch nicht. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich mag auch das Haarspray nicht, beziehungsweise den Haarlack davon.
Ich habe den immer noch in Benutzung, mag ich aber auch nicht. Ich finde auch, der riecht total komisch und ist auch nicht so gut. Also ich mag diese Serie tatsächlich nicht. Ich bin deswegen extra zu Rossmann gelaufen und habe mir dann meine Villa Flex Produkte wieder nachgekauft. Würde ich mir nicht nochmal kaufen, hat mir nicht gefallen. Dann von Villa Flex das Form und Finish, der Haarlack aufgebraucht. Wie gesagt, auch deswegen bin ich zu meinem Rossmann gelaufen, um mir das wieder nachzukaufen. Ja, ich hasse das. Ich hasse das, wenn sie, wenn man was gefunden hat. Und ja, ich habe mir, wie gesagt, von diesem Vella Deluxe zwei verschiedene Haarsprays, ein Haarspray, was sehr, sehr starken Halt haben soll, und ein Haarlack mitgenommen. Ich mag davon den Duft nicht und ich finde auch, der hält nicht. Meine Haare wackeln, das mag ich überhaupt nicht im Alltag. Ja, ich hasse das, wenn ich immer wieder auf die Suche gehen muss. Ganz, ganz schlimm. Dann habe ich hier nochmal Reinigungstücher von Balea drin. Wie gesagt, die benutze ich sehr, sehr gerne. Dann aufgebraucht von Rituals das Ritual of Sakura, das Shower Gel. Und ja, ich glaube, den Duft kennt jeder. Und das ist ein sehr, sehr leckerer Duft, ein sehr, sehr angenehmer Duft. Ich hatte es euch schon mal gesagt, seitdem ich von einer lieben Abonnentin den Tipp gekriegt habe mit diesem komischen Duschschwamm. Ich weiß gar nicht, wie das Ding, diesen Duschpuschel da, ich weiß nicht, wie man das Ding nennt. Auf jeden Fall, seitdem mag ich diese Schäume extrem gerne, weil das dann wirklich immer mehr Schaum wird, immer mehr und nicht halt sofort weg, wenn man das eingeschmiert hat. Also mit so einem Duschstinkschwamm ist das super und ich liebe die Düfte von Rituals. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Dann aufgebraucht The Ritual of Dao, das Shower Oil. Was wir aber, beziehungsweise mein Mann hauptsächlich, weil er diese Duftrichtung total gerne mag, nicht zum Duschen benutzt hat, sondern als Badeschaum. Weil als Duschöl mag er dieses Zeug nicht, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Wenn er es nicht mag, muss er es auch nicht benutzen. Wie gesagt, er hat es dann als Badeschaum oder Badezusatz verwendet und er mag dann einfach den Duft sehr, sehr gerne. Ich werde als nächstes für ihn wieder den Badeschaum direkt kaufen, weil mein Mann geht sehr, sehr oft baden. Im Vergleich zu mir, ich gehe lieber duschen und ja, deswegen brauchen wir dann halt Badeschaum, auch gut. Dann aufgebraucht von Clinique meine Tagespflege und zwar die Moisture Search. Ich hatte hier einen 75 Milliliter Tiegel und ja, komplett aufgebraucht, mag ich sehr, sehr gerne, benutze ich jeden Tag, jeden Morgen. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist eine gelige Textur, versorgt meine Haut wunderbar mit Feuchtigkeit. Ich habe es mir wieder nachgekauft, auch wieder ein 75 Milliliter Tiegelchen. Gab es irgendwann mal bei Douglas wieder reduziert. Klinik-Sachen sind öfter bei Douglas reduziert. Und sie heißt jetzt etwas anders, ist aber dasselbe. Also vom Prinzip dasselbe, Tiegelchen dasselbe. Sie hat einfach nur irgendwie, irgendwas steht hier, glaube ich, mit 72 Stunden bei der neuen Verpackung. Aber sie heißt auch Moisture Search und diese Variante gibt es auch so nicht mehr. Also wir haben einfach die Verpackung irgendwie ein bisschen verändert. Aber die Creme an sich ist gleich geblieben, Gott sei Dank. Dann noch eine Seife aufgebraucht. Jetzt werdet ihr euch wundern, ich habe nämlich noch eine Seife aufgebraucht. Was einfach daran liegt, dass ich letzten Monat hatte ich euch keine Seife zeigen können, weil die halt noch nicht leer war. Da aber nur noch ein ganz, ganz kleiner Rest drin war und demnach sind es halt diesmal mehr Seifen. Von Balea die Cremeseife Jamaica Vibes mit Ananas- und Flamingo-Blumenduft. Ja, hat mich total angesprochen vom Namen und ich muss sagen, mag ich auch. Riecht wirklich nach Ananas. Meinetwegen hätte es sogar noch mehr nach Ananas riechen können. Ein sehr, sehr leckerer Duft auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, diese Sorte gibt es nicht mehr. War aber wirklich lecker. Also, ich weiß nicht, Ananas ist auch irgendwie mal was anderes, finde ich. Also im Sommer hat man ja ganz oft Pfirsich, Orange, Maracuja und sowas halt. Aber Ananas, ein wirklich leckerer Ananasduft, finde ich, findet man nicht so oft. Viele machen da dann halt Pina Colada davon, also Ananas und Kokos, aber wirklich nur Ananas. Flamingo-Blumenduft, weiß ich nicht, wie Flamingo-Blume riecht. War auf jeden Fall lecker. Dann habe ich einmal probiert, und das muss ich euch einfach nochmal zeigen, weil ich das voll doof finde. Und zwar ist das von Betty Barclay, das Pure Pastel Lemon. Das ist ein Eau de Toilette. Und das war so eine Gratisprobe von Douglas. Und das Ganze, man
zieht das dann hier eben hoch und dann hat man hier so einen kleinen Sprüher und dann kann man das angeblich mal sprühen. Und ich finde, da kommt nichts raus, da kann man so viel drauf drücken, wie man will. Ist eine saublöde Probe, finde ich nicht gut. Dann einmal aufgebraucht von Weleda, das Nachtkerze Revitalisierungsöl. Das war so ein kleines Fläschchen mit 10 Millilitern. War also auch, glaube ich, ein Pröbchen, 10 Milliliter. Ich bin damit super, super lange hingekommen. Der Duft ist wirklich nicht so meins. Das riecht sehr, sehr intensiv. Ich möchte fast sagen, so ein bisschen medizinisch. Sehr intensiv vom Duft einfach. Dieses Öl ist gewesen für reife Haut. Hier steht drauf, dass das reife Haut intensiv nährt und festigt. Und was ich sagen muss, ich habe für dieses Teilchen hier, für diese 10 Milliliter extrem lange gebraucht, weil dieses Öl super, super reichhaltig ist. Also wirklich ein sehr, sehr reichhaltiges, fettiges Öl. Ich habe das immer dann benutzt, wenn ich besonders trockene Haut hatte und dann immer nur so einen kleinen Tropfen abends, bevor ich mir noch eine andere Creme dann ins Gesicht gegeben habe. Also direkt nach der Reinigung dann so einen ganz kleinen Tropfen in die Hände gegeben und dann eben auf die Haut aufgetragen. Und dann mochte ich das ganz gerne, weil es wirklich sehr, sehr fettig ist und meiner Meinung nach wirklich die Haut gut gepflegt hat. Also ja, ich finde Gesichtsöle an sich immer sehr, sehr schön. Jetzt, wo es wärmer wird, würde ich nicht jeden Tag Öle verwenden. Brauche ich auch nicht, weil meine Haut eigentlich im Moment sehr, sehr gut ist. Manchmal habe ich aber wirklich extrem trockene Haut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ist halt total unterschiedlich. Mochte ich auf jeden Fall so von der Pflegewirkung sehr, sehr gerne. Der Duft ist halt nicht so ganz meins gewesen. Von daher würde ich es mir nicht nachkaufen, aber schlecht fand ich es auf jeden Fall nicht. Dann noch ein Shampoo aufgebraucht und zwar von Glisscur das Color Schutz und Glanz Shampoo, was ich mir eben mitgenommen hatte, als ich mich frisch gefärbt habe. Ich muss mich unbedingt wieder färben, fällt mir dazu gerade ein. Zum einen mag ich an diesem Shampoo den Duft nicht so gerne. Ich finde den sehr extrem, sehr intensiv. Ich weiß nicht, die anderen riechen irgendwie besser. Ich finde bei Glisscur, manche riechen gut und manche riechen nicht so gut. Also, naja, mal davon abgesehen, finde ich nicht, dass es wirklich was bringt. Also es ist ja speziell für gefärbtes, getöntes oder gesträhntes Haar. Ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie sonderlich den Glanz verbessert der Haare oder die Farbbrillanz verbessert, die Haltbarkeit der Farbe. Ja, finde ich nicht. Also von daher würde ich mir jetzt nicht unbedingt diese Sorte wieder mitnehmen. Glisscur-Produkte an sich, wisst ihr auch, mag ich immer sehr, sehr gern. Dann noch eine Seife aufgebraucht und zwar die Balea Handseife mit dem Duft von Apfelblüte und Minze. Das ist diese hier. Ich habe euch davon schon die violette Variante gezeigt gehabt. Das ist eben so ein Teilchen, was man sich, was so steht. Und dann kann man das eben drücken. Man hat hier unten dann halt so eine Öffnung, die halt sich selbstständig wieder verschließt. Also so ein Silikonpropfen, sage ich mal. Ihr wisst, was ich meine. Man drückt halt oben, dann kommt das Produkt raus, ohne dass es dann weiterläuft. Also es verschließt sich dann eben wieder. Die Duftrichtung, war besser als die violette, war aber auch nicht so, dass ich sagen würde, um Gottes Willen muss ich mir unbedingt wieder nachkaufen. Ich finde die Verpackung an sich gut. Allerdings finde ich, dass dieses Teil viel zu fest ist. Also ich finde, wenn das Produkt weiter unten ist, dann kann man das sehr, sehr schlecht rausdrücken. Weil die Verpackung echt hart ist. Also hier unten lässt es sich wirklich schwer drücken. Ich denke, das könnte man noch ein bisschen besser machen. Dann einmal aufgebraucht von Rituals noch das Shower Gel in der Duftrichtung Ritual of Dao. Das hat mein Mann aufgebraucht. Wie gesagt, er mag diese Duftrichtung total gerne. Und ich mag die auch. Aber ich habe sie halt meinem Mann gelassen, weil der die halt total toll findet. Ich mag die anderen eben auch. Von daher will ich da mal nicht so sein. Dann habe ich hier ein Pröbchen und zwar von Clinique Take the Day Off Make-up Remover für Augen und Lippen. Und das war eine... Wie viel ist denn hier drin gewesen? 30 Milliliter immerhin. Ihr wisst es, ich benutze sowas nicht für meine Augen, weil ich viele dieser Augen-Make-up-Entferner nicht vertrage. Außerdem benutze ich mein Reinigungsöl und dann passt für mich. Also es funktioniert hervorragend. Wofür ich dieses kleine Fläschchen benutzt habe, ist, wenn ich meine
Wimpern, also meine künstlichen Wimpern, abnehmen wollte abends, dann habe ich halt ein kleines Wattepad genommen, bin hier reingegangen. Das war eben ein, das hier ist so ein Zwei-Phasen-Augen-Make-up-Entferner, der eben auch Öle mit drin hat. Und das löst halt wunderbar den Wimpernkleber. Und ich habe das dann eben auch benutzt, um meine Wimpern zu reinigen. Deswegen bin ich damit super, super lange hingekommen. Ich glaube, ich habe dafür über ein Jahr gebraucht. Also, und dafür fand ich es aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Dann einmal aufgebraucht von Balea die 3-Klingen-Einwegrasierer. Das sind immer so 8er-Packs. Und davon nehme ich mir eigentlich immer welche mit. Die haben regelmäßig unterschiedliche Farben. Und immer wenn es eine neue Farbe gibt, nehme ich mir davon auch welche mit. Ja. Dann eine Mascara, von der ich mich trenne, weil sie aufgebraucht ist. Und zwar von L'Oreal, die Paradise Ecstatic Mascara. Ich muss wirklich sagen, an sich fand ich die Mascara nicht schlecht. Ich habe dazu ein gesondertes Video gemacht, das kann ich euch sehr gerne verlinken. Allerdings ist es tatsächlich so, wie ich es befürchtet habe, sie trocknet sehr schnell aus. Irgendwann ist sie einfach so trocken, dass man sie nicht mehr wirklich benutzen kann. Aber hier sind ja eben auch nur 6,4 Milliliter drin. Schlecht fand ich sie allerdings nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass es die beste Mascara aus der Drogerie ist. Ja, kann ich euch gar nicht sagen, ob ich mir die nochmal mitnehmen würde. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich der Meinung bin, es gibt bessere von L'Oreal. Dann aufgebraucht von Lancôme die Monsieur Big Mascara hier in so einem 4 Milliliter Dingens. Ich habe mittlerweile die Originalgröße und da kann ich euch schon sagen, ich mag die kleinen Größen lieber als die Originalgröße. Ich habe sie auch heute verwendet, ich benutze sie im Moment jeden Tag. Muss aber wirklich sagen, dass ich finde, die kleinen Größen sind irgendwie besser. Das ist mir schon des Öfteren bei Mascara-Pröbchen aufgefallen. Vielleicht könnt ihr euch noch an diese eine Art Deko-Mascara erinnern, die war total beliebt in dieser Probiergröße. Irgendwoher hat man damals diese Art Deko-Mascara bekommen. Also ganz, ganz viele hatten dieses Pröbchen und waren mit diesem Pröbchen, auch ich, super zufrieden. Ganz viele haben sich dann die Original-Mascara gekauft und waren damit überhaupt nicht mehr zufrieden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Original-Mascara super schlecht finde, aber ich habe das Gefühl, die kleine ist besser. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall leider leer. Dann einmal aufgebraucht von Catrice das Liquid Camouflage in der 005 Light Natural, natürlich wieder nachgekauft. Keine große Überraschung. Dann habe ich hier noch zwei Schwämmchen. Einmal so einen ganz normalen Real Techniques Schwamm, von dem ich mich trenne, weil er einfach super, super alt ist und gerissen ist und ja, sich einfach nicht mehr schön waschen lässt und überall kaputt ist. Und ja, irgendwann müssen eben mal neue her. Und von diesem großen Schwamm möchte ich mich auch trennen, weil ich den total beschissen finde. Anders kann ich das nicht sagen. Ich finde den wirklich beschissen. Ich habe den jetzt 2 oder 3 Mal verwendet. Und erstmal lässt er sich super schlecht reinigen, weil er riesig ist. Also der ist ja jetzt nicht feucht, aber der ist wirklich, wirklich riesig. Und ich dachte, okay, wenn der so groß ist, dann kannst du vielleicht wirklich besser, schneller einfach deine Foundation verteilen. Wenn der aber feucht ist, dann ist der noch größer. Und man kann ihn echt schlecht halten. Also ich habe jetzt auch nicht so riesen Hände. Ich finde ihn viel zu groß dafür. Dann habe ich mir gedacht, okay, für Foundation halt nicht. Vielleicht kannst du ihn für Selbstbräuner verwenden. Dann habe ich ihn halt gewaschen und ja, er ist sofort kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier sind schöne, schöne Risse drin. Ja, woran liegt das jetzt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es könnte natürlich daran liegen, dass der so groß ist, wenn ich den auswringe, dass natürlich meine Nägel, wenn er nass ist, ist er ja noch größer, meine Nägel da natürlich reinpieksen, dass er deswegen kaputt gegangen ist. Wie gesagt, ich finde ihn saublöd. Werde ihn nie wieder benutzen, deswegen kommt er weg. Ganz einfache Kiste. Dann habe ich hier noch zwei Pröbchen und zwar einmal von Anna Jahrke eine Extreme Double Hydration Care. Was war denn das? Eine Feuchtigkeitspflege, eine extrem konzentrierte Feuchtigkeitspflege. 3 Milliliter waren hier drin. Ich benutze solche Pröbchen ganz gerne abends. Nach der Reinigung probiere ich halt gerne solche Pröbchen aus. Ich konnte hier nichts Negatives dran feststellen, aber auch nichts super Positives. Von daher, also eigentlich konnte ich da gar nichts dran feststellen. Einfach nur eine leichte Feuchtigkeitspflege. Ja.
Dann habe ich hier noch von Lancôme Energy de Vie das Cooling Eye Gel. Also eine Augencreme. Hier waren 5 ml drin. Und diese, das ist wirklich ein Augengel. Sieht so ein bisschen... Na, kann man natürlich... kommt ja nichts mehr raus. Kann ich euch leider nicht zeigen. Aber die war... ja, wie soll ich sagen? Die riecht so ein bisschen frisch. Aber nicht unangenehm. Und was ich wirklich ganz, ganz schön an dieser fand, es ist eine gelige Konsistenz, aber wenn man die so auf dem Finger aufgetragen hat, also sich so ein kleines Kügelchen genommen hat, die sah so ein bisschen aus, als ob sie auch Silikone mit drin hat. Viele mögen das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag sowas gerne, weil ich habe viele Fältchen unter dem Auge und mal mehr, mal weniger. Und ich finde, diese Cremes, die schon so ein bisschen Silikone mit drin haben, die füllen halt optisch so ein bisschen diese Falten auf. Und ich finde, das hat diese auch gemacht. Von daher fand ich die nicht schlecht. Ich finde aber, dass die ähnlich ist vom Effekt wie die L'Oreal Augencreme. Ich hatte mal von L'Oreal eine Augencreme, die habe ich euch gezeigt, die eben auch Silikone mit drin hat und die eben auch diesen... Effekt hat. Und ich finde halt, das macht das Ganze so ein bisschen weicher. Und ja, ich habe noch gar nicht geguckt, was die kostet. Schlecht fand ich sie auf jeden Fall nicht. Muss ich wirklich sagen, schlecht fand ich sie nicht. Würde ich mir die jetzt nachkaufen, dann würde ich mir eher wahrscheinlich die von L'Oreal mitnehmen. Und dann sind wir auch durch mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Hinterlasst mir wie immer sehr gerne fleißig Kommentare und Däumchen. Da freue ich mich wirklich immer sehr drüber. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hoffentlich sehr, sehr bald wieder. Genießt das tolle Wetter, habt einen wundervollen Abend, macht's gut. Tschüss.